Jo, meine lieben Freunde, wer erinnert sich noch an die JBG3-Phase? Kurz davor gab es wirklich einige Punchlines gegen einige Rappern. Kollega und Farid Bang haben wirklich ausgeteilt, was das Zeug hält, meine lieben Freunde. Ein bestimmter Rapper wurde extrem beleidigt, also Bushido sowie seine ganze Gang. Aber wir reden jetzt nicht über Bushido, sondern wir reden über den Ali Bumbaye oder Bumaye. Bumbaye, Ali Bumbaye. Ja, meine lieben Freunde. Und zwar müssen wir natürlich nochmal einmal kurz ein bisschen Brainstorming machen. Also wie war das nochmal? Also kurz vor JBG 3 gab es einige Sticheleien von Kollega und Farid Bang gegen Ali Bumaye. Also beide haben ihn gedisst auf JBG 3. Es gab hin und wieder einige Instagram-Stories, wo die sich gegeneinander gebieft haben. Danach gab es wirklich sehr lustige Sketches von Kollega, wo er in seinem Nightliner sitzt und ihr kennt das Video wahrscheinlich, wo er dann rausgeht, in die Halle reinläuft, ja, also die Kenner, die wissen, was ich genau meine. Mittlerweile hat sich Ali Bumaye zu der ganzen Thematik von den ganzen letzten Jahren geäußert, meine lieben Freunde. Ich werde euch das kurz einblenden. Auf jeden Fall hat er in dem Video ganz kurz erzählt, dass er sich dafür entschuldigen wollte, was er in den letzten Jahren gegenüber Kollega gesagt hat. Und ja, zieht es euch einfach rein, Freunde. Hier ist das Videomaterial und ich danke euch schon mal fürs Einschalten. Abonniert diesen Kanal von mir für weitere Rap-News-Folgen und Rap-Talk-Folgen. Würde ich mich ganz gerne freuen. Peace and out. Wir gehen mal kurz auf die Sache ein, danach scheiß mal drauf. Aber was mich im Endeffekt aufregt hat über die ganze Geschichte, Kollega ist kein Typ, mit dem wir uns streiten müssen. Nein, der Junge macht gute Sachen. Gute Musik, macht der war in meiner Heimat, Alter. Meine Heimat. Ich war nicht mal da. Er war da und hat da gespendet. Und ich mach ihn an, weißt du, meine? Das waren einfach andere Gründe, die ich jetzt auch nicht hier erwähnen will. So. Ich habe mich auf jeden Fall entschuldigt, wie ein Mann damals. Shoutout Kollega, sag dir ehrlich, das war jetzt Arschkriechen, ich brauche niemanden in Arschkriechen. Die Leute kennen dich auch alle. Eben. Die Leute wissen, aber du bist ganz ehrlich, vom Herzen. Wenn ich eine Sache in meiner Karriere bereue, dann ist das die bösen Worte in Richtung Kollegen. Ich schwöre.